Es ist fast ein Vierteljahrhundert her, dass sich der Trompeter Thad Jones aus Pontiac und der Schlagzeuger Mel Lewis aus Buffalo zum ersten Mal trafen. Damals in den 50er Jahren, Thad spielte bei Count Basie, Mel bei Stan Kenton, begann eine Freundschaft, der wir heute das musikalischste Orchester unter allen neueren Big Bands verdanken. Als Anfang der 60er Jahre Gary Mulligans Concert Jazz Band, in der beide zusammenspielten, auseinanderging, realisierten sie ihren gemeinsamen Wunschtraum, ein eigenes Orchester. Die damalige Situation sah für Big Bands nicht sehr rosig aus, aber gerade dieser Umstand war es, der sich für Thad Jones und Mel Lewis als vorteilhaft erweisen sollte. Die Elite der New Yorker Jazzmusiker, durch Jobs in steriler Studioatmosphäre frustriert, standen ihnen in ständig wechselnder Besetzung zur Verfügung. Das hat sich bis heute nicht geändert. Der Manager des Village Vanguard, New Yorks ältestem Jazzclub, stellte am geschäftlich flauen Montag die Bühne zur Verfügung und seit diesem Februartag im Jahre 65 gibt das Thad Jones Mel Lewis Orchestra die längste Serie von Nachtvorstellungen, die ein Jazzclub bisher zu bieten hatte. Bis heute, an jedem Montag außerhalb der Tourneezeit. Anfang der 70er Jahre war es wieder ein Jazzclub-Besitzer, der ihnen einen weiteren Schaffensraum erschloss, der Besitzer des Münchner Domizil. Europa lockte und seit 1974 hat die Jones-Lewis-Band hier ein wirkliches Domizil gefunden. Nicht nur, dass das Orchester seine jährliche Europatournee meist hier mit einem mehrwöchigen Gastspiel beginnt, nein, auch die einzelnen Mitglieder kommen immer wieder an den spielfreien Tagen hierher zu ihrer Homebase zurück. Gute Musik fällt nicht vom Himmel, hieß es heuer anerkennend über die Band. Ergänzend kann man vielleicht hinzufügen, kreativer Jazz entsteht eben meist an Orten wie hier und heute. We'll be right back.
Gordon on trumpet. Trevor Adams on the baritone saxophone. Bill Danko at the piano. My co-leader Melrose on drums. Thank you very much. That was a piece called Once Around that featured Frank Gordon on trumpet and Pepper Adams. Gleich zu Beginn kann es sich Thad Jones nicht verkneifen, mit einer sehr privaten Durchsage zu überraschen. Pepper Adams, einer der ältesten und prominentesten Solisten der Band, hat geheiratet. Und ihm ist auch klar, weshalb Pepper so lange gewartet hat. Für Thad ist Claudette eine der bezauberndsten Frauen, die er kennt. And when you meet his wife, you can understand why he waited. She is one of the most delightful people that I've ever met in my life, and Mr., you know, Park Pepper Adams said, Pep, baby. They just got married. Yeah. Dum, 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 dum. Oh, my God. Her name is Claudette, and she's standing over there.